Anfang Oktober wartet uns ein Science-Fiction-Thriller in den deutschen Kinos, der die Geschichte von Siebenlingen erzählt, während in einer Ein-Kind-Politik eigentlich sechs davon nicht leben dürften. Und damit geht es hier jetzt um What Happened to Monday. In der Zukunft ist die Bevölkerung der Erde so stark angewachsen, dass nur eine Gesetzgebung in Richtung Ein-Kind-Politik den Erhalt der Menschheit sichern kann. Und dieses Gesetz wird mit aller Härte durchgesetzt, auch wenn das bedeutet, Zwillinge voneinander zu trennen und in Kryoschlaf zu versetzen. In den 2040er Jahren werden Siebenlinge geboren, deren Großvater sie nach den Wochentagen Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday und Sunday benennt. Um sie vor der Öffentlichkeit zu verstecken, nehmen alle sieben die gleiche Identität an und nur jeweils eine darf an dem Wochentag ihres Namens das gemeinsame Apartment verlassen. 30 Jahre geht das gut, aber dann kehrt Monday nicht nach Hause zurück. Am besten. Monday geht 124 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und startet ab dem 12. Oktober 2017 in den deutschen Kinos und ist ein Film, der sich zwischen Science-Fiction, Thriller und Action wiederfindet und eigentlich gute Ansätze hat, von diesem Ausgangsszenario von Siebenlingen zu erzählen und Geschwistern, von denen sechs eigentlich nicht leben dürften, nach der Gesetzgebung, die ein gemeinsames Geheimnis haben und nur jeweils eine an einem Wochentag rausgehen darf. Alles müssen sie voneinander wissen, damit es nicht auffällt, dass die anderen existieren und auf einmal taucht eine nicht auf. Was für ein gutes Grundszenario. Wenn es mir jemand pitchen würde, ich sagen würde, okay, diesen Film muss ich ansehen. Am Ende ist dabei ein Film rausgekommen, der das Potenzial des Philosophischen leider zu weit links liegen lässt und vor allem sich so ein bisschen in der Action versinkt. Das ist nicht unbedingt schlimm und für Genrefans vielleicht interessant, aber das Potenzial, was eine Naomi Rapace, eine Glenn Close oder beispielsweise auch ein Willem Dafoe hervorbringen könnten, wird dabei nicht ausgeschöpft und ein Film, der am Ende eigentlich zu viel will für das, was er hätte sein können für meinen Geschmack. Aber dazu beim Fazit ein paar Worte mehr. Reden wir kurz über Naomi Rapace. Die spielt Karen Setman. Ganze sieben Rollen verkörpert sie, die alle sehr unterschiedlich sind in dem, was sie eben darstellen. Sei es die Kleidung, sei es die Gangart, sei es schon die Art und Weise, wie sie daher schaut. Und das verlangt von einer Schauspielerin natürlich viel ab, sieben Rollen zu verkörpern. Und man kann sie wirklich alle auseinanderhalten. Das macht sie gut soweit, aber wird ein Stück weit Opfer dieses Films, der dann zu actionlastig wird. Weil eigentlich dann, wenn der Film ruhiger ist und sie die Grundmotive für das Handeln, was vielleicht die ein oder andere Figur an den Tag legt, erst emporbringt, dann wird sie so richtig stark. Soll bedeuten, sie ist gut, aber man hat nicht das genutzt, was sie kann. Willem Dafoe, immer wieder ein großartiger Charakterschauspieler, hier mit dabei als der Großvater Terrence Setman und der versuchen will zu beschützen, die Familie zusammenzuhalten, zu retten, sich überlegt, wie schafft er es, diese Siebenlinge durchzubringen. Dabei hat er nicht so viel Screentime, wie man sich wünscht, aber er ist, sage ich mal, der Liebesbezug, der es glaubwürdig macht, dass eben diese sieben zusammengehört. Und dann Glenn Close, die spielt Nicolette Kamen, diese Frau, die dieses Gesetz ins Leben ruft und diese Ein-Kind-Politik bewacht, dabei auch eine eine interessante Lösung findet, umzugehen eben mit den Fällen von Zwillingen oder Geschwistern, wie man ihr Leben sichert für die Zukunft und dabei ein Szenario entwirft, über das man wirklich diskutieren kann. Die Frage ist, wie viel von ihrer Figur ist das, was sie vorzugeben scheint, oder ist am Ende doch alles anders? Auf jeden Fall interessante Wahl, was den Hauptcast angeht, funktioniert in großen Teilen auch ganz gut. Die Kamera hält oft drauf, weswegen der Film nicht umsonst wahrscheinlich Richtung FSK 16 einzuordnen ist und sie ist relativ rough gehalten, was den Look angeht. Oft recht dreckige Settings oder wieder extrem clean, haben wir oft in diesen Zukunftsszenarien, wo diejenigen, die an der Macht sind, diese mega weißen, hellen, clean Setups haben. Haben wir beispielsweise auch in Tribute von Panem, immer wenn man President Snow sieht. So ein bisschen erinnert es vom Grundsetting hier, aber wenn es um das Zuhause dieser Siebenlinge geht, dann wirkt alles sehr heimelig und in dieser überbevölkerten Welt draußen doch alles schon sehr runtergekommen und dreckig und irgendwie am Rande der Existenz des Möglichen. An dieser Stelle ist gut eingefangen von Szenenbild und Kamera. Die Musik ist ein großes Manko innerhalb von What Happened to Monday. Ganz oft völlig drüber und über
überdominant. Während eigentlich die Hauptfigur im Grunde nur geht oder gerade rennt, dreht sich der Sound so hoch, als hätten wir gerade einen Showdown, einen Endkampf, den Höhepunkt des Films vor uns. Das macht diese Musik leider 6, 7, 8 Mal und das ist dann richtig schwierig, weil sie sich dann total entwertet. Finde ich eher wirklich kritisch an diesem Punkt anzusehen. Hat mir gar nicht gefallen, was die Filmmusik angeht. Ansonsten Kostüm und Make-up, gar nichts, was man so besonders hervorheben müsste und die Effekte sehen soweit eigentlich ganz gut aus, sind soweit stimmig und passen in ihre eigene Welt. Muss ich am Ende sagen, nach What Happened to Monday, nachdem ich ihn gesehen habe und ich mich sehr darauf gefreut habe, aufgrund dieses Szenarios, dieser Idee, Naomi Rapace, ich auch gerne sehe, gibt es einiges, was mir gut gefallen hat, aber leider auch vieles, was mir nicht so gut gefallen hat. Zum Beispiel die Grundidee ist spannend. Naomi Rapace ist eine gute Wahl als Hauptdarsteller, wie ich persönlich finde. Und vor allem lässt der Film auch lange einen in diesem Unerklärten drin, sodass man nicht unbedingt immer sieht, was als nächstes passiert, auch wenn man das tendenziell so ein bisschen erahnen kann. Und ist deswegen letztendlich kommt er aber auf so einen Punkt, wo er sich so sehr in Action wandelt und von diesem spannenden und intelligenten Szenario, was er erzählen könnte, sich so ein bisschen zu einer einfachen Genreunterhaltung wandelt und mehr hätte sein können. Der Film gibt sich selber. Jetzt kommen wir zum Negativen. Zwar immer wieder Motive, warum die Figuren so handeln, wie sie es tun, aber oft kann ich das nicht glauben. Besonders in einem Verbund von 7 Geschwistern, 30 Jahre, die man miteinander verbracht hat, kennt man sich so in- und auswendig, dass man bestimmte Dinge auch aussprechen könnte, gemeinsam Pläne erschaffen und Grundmotive der Figuren, auch wenn sie natürlich dort irgendwann aufgelöst werden, ich nicht wirklich mitgehen kann. Die Filmmusik, habe ich erwähnt, für mich völlig überdominant und dass der Film ihm zu sehr in Action versinkt, macht ihn irgendwann langweilig und zäh mit über 2 Stunden Lauflänge und dabei nimmt er sich selber das Potenzial, was ich persönlich schade finde. Soll am Ende bedeuten, wer sich What Happened to Monday anschaut und von diesem Grundszenario denkt, okay, das interessiert mich eigentlich, aber ich bin eher ein Action-Film-Fan, der könnte sich gut aufgehoben fühlen, weil Action gibt es eine ganze Menge mit einer Frau oder 7 Frauen in den Hauptfiguren und dementsprechend komme ich dann auch zu meiner Wertung, die heißt als Science-Fiction-Action-Thriller, der nicht so richtig weiß, ob er Fisch oder Fleisch sein will, ist ja okay. 6 von 10 möglichen Punkten. Insgesamt war ich dann doch ein bisschen enttäuscht aufgrund dieser schwerwiegenden Punkte, der Überlänge, das nicht immer nachvollziehen können, des Handelns der Hauptfiguren und. Insgesamt leider nur 5 von 10 möglichen Punkten von mir zu dafür What Happened to Monday an dieser Stelle. Fand ich persönlich wirklich schade, weil ich habe mich sehr auf den Film gefreut, habe ihn auch im O-Ton gesehen, sodass er jetzt nichts irgendwie aufgrund von Synchronisation an der Stelle auch verloren gehen könnte an inhaltlichen Besonderheiten. Deswegen leider schade an dieser Stelle, aber so ist es manchmal, es kann nicht immer alles so funktionieren, wie man es sich vorstellt. Ich danke an dieser Stelle fürs Reinschalten bei dieser Review zu What Happened to Monday und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme schauen.